Das Weihnachtsmysterium von Philipp Wolfrum ist ein großartiges Stück. In seiner Zeit, es wurde ungefähr vor 100 Jahren uraufgeführt, war es ein großer Erfolg und wurde von vielen Chören in ganz Europa gesungen. Nach dem Ersten Weltkrieg war es lange Zeit vergessen und erst in den letzten Jahren gab es einige Aufführungen. Es ist ein sehr volkstümliches Stück. Dort wird man Weihnachtslieder, die alle kennen, wiederhören. Josef, lieber Josef mein, vom Himmel hoch, da komme ich her. Und gleichzeitig ist die Musiksprache hochromantisch. Sie erinnert an Wagner, an Liszt, an manchen Stellen an Brahms. Mich erinnert es manchmal an die Märchenoper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Das Tolle ist für mich immer, wie man sich ein Stück erarbeitet. Ich finde es einfach total toll, dass man in so einer großen Gemeinschaft ja, etwas singt und tatsächlich dann dieses Gefühl hat, boah, da wollen ganz, ganz viele Menschen was ganz Tolles auf die Beine stellen und jeder bringt so seine Emotionen rein. Es gibt Stücke, da kann man fast nicht singen, weil es einfach so ergreifend ist. Also wenn wir dann nach dem Konzert noch Ode Fröhliche singen, kann es auch gleich Bescherung geben. Wir freuen uns besonders und sind auch etwas stolz, dass der NDR unsere Konzerte mitschneiden wird. Sie werden auf NDR Kultur am ersten Weihnachtsfeiertag gesendet und danach wollen wir auch eine CD des Werkes als Welterst-Einspielung veröffentlichen.